Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute hier zu einer weiteren Folge hier meines Nostalgieprojekts Lohnunternehmen Ballermann Multiplayer, ja. Ja, die Synchro, die hat noch eine Weile gedauert. Ja, war besser doch, dass ich dann also hier natürlich das dabei abgebrochen habe. Sonst, also wäre es ja langweilig gewesen, wenn ihr mit mir da in der Synchro hängt. Und also, es passiert nichts. Naja, was soll man machen? Ja, also, ich bin jetzt hier beim Heumachen, ja, wie ihr ja wisst ja von der letzten Folge, falls ihr die geschaut habt, oder ihr könnt es ja natürlich noch nachschauen. Ja, also in der Playerliste natürlich. Ist sie natürlich, also, oder hier natürlich, rechts oben natürlich hier, da findet ihr es natürlich genauso. Ja, also, wir fahren jetzt unsere Runden, das schon seit Stunden. Und ja, wir müssen jetzt dann schauen, dass hier das alles langsam aber sicher hier mal dann gewendet wird. Dass wir dann natürlich dann hier unser Heu haben. Ja, von der inneren Sicht, da ist er hier, der unser, also Lanz, schon hier ein bisschen sehr verdreckt. Müsste hier mal schauen, ob man hier, wo man hier den mal waschen kann. Wäre auch eine coole Sache. Am Anfang habe ich gedacht, also, dass der hier, also die Aussetzer drin hat, dass es daran liegt, entweder, dass der Mod nicht passt oder aus Boden, ja, oder mit einem Verschleiß, aber dann habe ich das mal festgestellt, also, das liegt hier daran, das ist irgendwie so ein Zufallprinzip, glaube ich, dass ab und zu was ausgelassen wird, kommt mir vor. Ja, dann müssen wir mal schauen gleich, wie das jetzt hier ausschaut. So. Ob das jetzt da schon richtig, also Gras ist, also Heu schon langsam ist, oder ob das jetzt was anderes ist, ich weiß es nicht. Sieht man jetzt denn nicht. Also früher war das leicht festzustellen, da wurde es dann schon viel heller. Der Wender hat erst 3,7% hier erst Verschleiß, sagt er uns. Das sieht schon mal so irgendwie so eigenartig aus. Stellenweise hat das also gewendet, dann wieder nicht gewendet.
aber nachher steigen wir mal aus und dann schauen wir mal, was das jetzt eigentlich geworden ist, falls wir es sehen überhaupt. Ja, was ist da los? Hier mal wieder Tempo. Ach, da läuft einer rum. Wahnsinn! Mal schauen, mal so her, ob wir da alles haben oder nicht haben. Ich glaube, da so her habe ich einiges noch vergessen. Oder die Maschine hat es vergessen, also ich nicht jedenfalls. So. Noch schauen, so her. Das Ganze. So. Müssen wir noch gucken, ob wir jetzt die hier wirklich alles haben. So, dann bleiben wir mal ganz kurz mal stehen. So, steigen wir mal aus und mal gucken. Was haben wir jetzt hier? Wachstum.
Ach, BH wird schlecht. Letzte Frucht. Vorletzte Frucht. Wurzelfrucht. Okay, aber was ist das jetzt da hier schon? Also heu. So, jetzt müssen wir mal hier rüber. Was haben wir jetzt hier? Stickstoff gut, pH-Wert schlecht. Boden Lehm. Zuletzt Gras, ja. Tritikale habe ich hier drauf. Okay, was zum Dreschen. Also pH-Wert haben wir hier schlecht, okay. Hier haben wir alles schlecht, okay. Abgeerntet. Ja, da muss ich mal mich informieren überhaupt. Jetzt denn nochmal. Naja, kann man nichts machen. Ja, ich hoffe, euch hat hier die Folge gefallen. Wenn ja, schaut doch wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.